Einen wunderschönen guten Nachmittag, meine lieben Freunde. Ich bin's, euer Udo. Zurück bei Stack. Ich habe vorgenommen, diese Sachen in einer Art Reihe zu lassen, und zwar in der Reihe Minispiele angespielt oder sowas in die Richtung. Jo. Das letzte Mal habe ich nicht so lange gespielt. Kürzer machen sollen. Den Milchshake habe ich in der Zwischenzeit auf den Markt gegeben, zwischen den Folgen. Und ich habe so aufgeräumt hier. Ich habe auch nicht gespielt in der Zwischenzeit. Ich weiß nicht mehr genau, was ich damit machen wollte. Ah ja, ich habe einen Smelter. Noch? Ideas, Smelter, was brauche ich dafür? Zweimal Flint, zweimal Brick, einmal Plank. Ja, Plank mache ich gerade. Und einen Villager. Das heißt, einen Brick brauche ich noch. Wir brauchen Logic and Reason. Sind Bricks drinnen? Rocks sind drinnen auf jeden Fall. Sind auch Bricks drinnen. Und Iron Ore. Wir werden einmal Logic and Reason konsumieren. Machen wir mal Pause. Während der Pause machen wir das Ding hoch. Ich bin so langsam in all diesen Spielen. Ah, noch ein Berry Bush. Und Iron Ore. Okay. Ah, Rocks, genau. Das wollten wir. Und ein Tree ist auch da. Wir haben zu wenig Villager, sehe ich gerade. Wir brauchen mehr Villager. Da ist ein Villager, der herumliegt. Was ist mit du? Ah, du hast den Ding gemacht. Gut, was brauchen wir? Wir brauchen vor allem ein Brick. Das heißt, wir fangen damit an. So. Da brauchen wir noch eine Brick und dann sind wir da durch. Dann können wir die Iron Ore in Iron Bars umwandeln. Die zwei legen wir nebeneinander. Passt. Und Rock geht's viel schneller, dafür ist noch zwei Rocks aus. So, du kannst dich Tree begeben und machst mehr Holz. Mehr Holz. Haben wir jetzt mehr als genug? Ach, bitte. Feed Villagers. Villagers. Noch immer drei Karten zu viel. Ist ja arg. So, was verkaufen wir? Wir verkaufen ein, würde ich mal fast sagen. Der ist jetzt nicht so wichtig. Oh, wir haben alle Mushrooms aufgegessen. Urarg. Gott sei Dank habe ich noch einen im Garten. Die verkaufen wir nicht, weil da machen wir einen Smelter draus. Den Stein natürlich auch nicht, den brauchen wir auch noch für den Smelter. Das heißt, wir verkaufen noch zwei Äpfel. Nach oben. Lumber Camp dabei. Wäre nett gewesen, wenn aus dem Rock noch ein zweiter rausgekommen wäre. Ein Apfelbaum. Das ist gerade nichts zu tun. Kuh, bitte lass das Säulen den verreden. Kannst du nicht irgendwas. So, was machen wir mit dir? Du hast zurzeit nichts zu tun. Das heißt, wir werden was kaufen, damit du was zu tun hast. Mit 6 Geld.
Ah, Milkshake ist fast durch. Ah, da ist noch ein Apfelbaum. Ist was? Kenne ich auf den zweiten Apfelbaum. Und zwei Mushrooms in den Gärten. Wieso gehe ich nicht gleich in die Coin Chest? So, dann haben wir gesagt, ah, wir kaufen noch was. Was kaufen wir? Achso, Pause weg. Auf einmal Onion. Noch einmal Rock. Und noch einen Apple. So. Cool. Oh, yay, Milch. Warte mal, Milch und Berries ergibt Milchshake. Das war gut, das bringt mich Geld. Danke, gut, dass du uns Milch gebracht hast. Und Milkshake haben wir gesagt, bringt uns Geld, das kann man auf den Markt geben. Ach, könntest du bitte aufhören, da alles rumzufahren? So, Brick, und jetzt können wir einen Smelter machen und dann können wir das ganze Iron Ore umbauen. Ewi könnte auch langsam aber sicher rauskommen. Machen wir noch einmal einen Plank. Auf die Quarry. Und du gehst auf aufs Lumber Camp. Ich weiß gar nicht, ob wir für den Smelter auch einen Villager dann brauchen. Oh, du. Du. Ja, dann ist es. Gibt außerdem was Besseres als das Shed, nämlich das Lagerhaus oder so irgendwie, das möchte ich auch ganz gern bauen. Ich habe nämlich wirklich viele Karten mitgebracht. Sollte man auf jeden Fall relativ bald Warehouse hat das genau. Einmal Stein, einmal Iron Bar, genau dafür braucht man einen Smelter und einen Villager. Oh, das ist eigentlich relativ einfach. So, was brauchen wir dafür? Add Iron Ore and Wood. To create Iron Bars. Ah, okay, wir brauchen noch Wood. Brauchen Wood, das heißt, für Wut. Perfekt. Stein. Für Brick. Und ein Berry Bush für ein bisschen was essen. Und ein Rock. Für mehr Steine. Perfekt. Busch. Da, 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 da. Ach, Kuh. Wir wissen. Und wir haben wahrscheinlich schon wieder zu viele Karten. Ja, 8 Karten zu viel. Noch sehen. Okay, wir verkaufen die Flints. Nicht die.
sechs Karten noch. Zwei, vier. Vier Äpfel. Na, die Plank können wir auch verkaufen. Verkaufen wir das Rot. Auch vier Karten. Ja. Verkaufen wir die vier Äpfel. Geht sich das aus? Hoffentlich wird sich das ausgehen mit dem Essen dann beim nächsten Mal. Sonst. Ah ja, war so. Ah nein, ich hätte nicht das gut verkauft, nicht wahr? Ich hätte den Stein verkaufen sollen. Ach so, nein, warte mal. Was brauchen wir? Wir brauchen eh nicht Wood für das Warehouse, sondern Stein. Oh. Für das Warehouse, das ist ganz, ganz wichtig, damit wir mehr Nahrungsmittel lagern können in der Zwischenzeit. So, wir haben 20 Geld. Wir könnten eigentlich auf Explorers gehen, weil etwas, was ich wirklich noch nicht oft aufgemacht habe. Dinge, wahrscheinlich. Oder warte mal, wir geben den Mushroom runter und wir werden einen Berry raufgeben. Glaube ich. Mushroom können wir dann auf die Säule geben. Sollten aus dem Säule vielleicht eine Farm machen. Ich glaube, das geht dann schneller. Bei Garten geht es schneller als bei Säule und bei Farm geht es schneller als bei Garten. Nehme ich mal an, dass dem so ist. So, habe ich alle meine Typen beschäftigt? Na, dann machen wir weiter. Ach so, haha, ich bin so dumm. Ich habe da die Explorer-Dings. Ein Wolf! Oh Gott. Und Mountains. Das schaut interessant aus. Ist der Wolf gefährlich? Dann warten wir noch, bis wir die Berries haben und dann. Jetzt sind wir den Militär näher dran. Einmal Brick. Das ist unser Lagerraum. Ich überlege gerade, ob ich den Villager auch gegen den Wolf schicke, weil der Wolf hat eine Stärke von 10. Oh Gott. Vielleicht soll ich das wirklich tun. Damage 1 bis 2, 1 bis 1. Er macht 1 bis 3 Damage. Gott, der bringt uns ja um. Das war nicht gut. Memo an mich. A hill with a pointy edge may contain four undiscovered cards. Ah, da müssen wir wahrscheinlich einen Dings hinschicken. Einen Explorer hinschicken. Wetten. In meinem ersten Run habe ich auch Maps irgendwo gekriegt. Und die Maps. Und ein Villager machen einen Explorer. So, was können wir hier alles kriegen? Trees, Rocks, Berry Bushes, Wolves, Mountains. Was können wir da kriegen? Können wir hier Maps kriegen? Plank, Iron Ore, nein. Wie kriegen wir Maps? Die können wir uns vielleicht selber bauen, oder? Kann das. Cooking, Military, Resources. Woher kriege ich eine Map? Kann ich mir wahrscheinlich selber irgendwie basteln. Oder? Nö. Quicks, Chicken, Plank, Resources. Okay, dann schauen wir mal. Ach, wo könnte es Maps geben? Woher habe ich die das letzte Mal gekriegt? Das ist eine gute Frage. Rats, an Idea Key.
Bei Seeking Wisdom. Nein. Reap and Sow wohl eher nicht. Was? Nö. Auch nicht. Onion, Egg, Milk, Potato, Mushroom, Tree, Rock, Berry Bush, Berry, Apple, Carrot, Raw Meat. Tree, Rock, Berry Bush, Brick, Plank, Iron Ore, keine Map. Tree, Rock, Berry Bush, Wolf, Mountain. Da. Tree, Rock, Berry Bush, Brick, Plank, Iron Ore. Nicht den blassesten eines Schimmers, wo ich eine Map herkriege. Ich meine, ich habe schon mal, wie schon gesagt, ich habe schon mal einen Catacombs. Oh. Train Militia, Kill a Rat, Kill a Skeleton, Cook some Meat, Cook an Omelette, Cook a Frittata, interessant. Explore a Forest, Open a Treasure Chest, haben wir Train and Explore. Okay, ja, würde ich gerne wieder machen, aber ich habe keine Ahnung, wo ich eine Map herkriege. Wahrscheinlich kann ich da eh auch einen Villager hinschicken. Es ist halt langsamer. Schauen wir mal. Wir werden dann anderen Village auch noch hinschicken. Miss. Ah, okay, wir dürfen den Kampf doch gewinnen, das ist nett. Puh. So, du bist daher, weil wir haben, glaube ich, noch zu wenig zu essen. Haben wir das? Nein, wir haben 10 von 9 Essen. Rein theoretisch Essen brauchen wir nicht mehr. Ich hab zu Platz. Was machen wir mit dem Bone? Mit dem kann man sicher auch irgendwas machen. Verkaufen. Schauen wir mal, ob wir irgendwelche Häuser machen können, wo wir Bone brauchen. Was brauchen wir für die Fruit Butter überhaupt? Ein Ei? Und Potato? Echt? Potato habe ich auch nun erst einmal, glaube ich, gesehen im ersten Spiel davor. Das kommt offensichtlich noch bei Cuisine raus. Machen wir da Bones dazu? Tempel? Nein. Warehouse? Stove Smelter? Shed? Ich frage mich gerade, ob man mit dem Knochen irgendwas machen kann. Kann ich nicht? Nein. Zum Knochen dran. Sticks. Bones. Ja, können wir den Knochen in den Markt einfach. Wird schon nicht so sein. Warte mal, du gehst daher. Ich überlege gerade, ob ich den Apple. Da mache ich Mushroom her. Wieder Milch. Milch und Berries. Einmal Milkshake. For everyone. Yay, and Warehouse. Das macht 14. Was heißt. Ich kann das nicht zusammenlegen. Ach Gott. So. Dann schicken wir dich in die Mountains, oder? Ja, wirklich. Ich meine, wir könnten natürlich auch die Militia hinschicken. Ja, das machen wir, glaube ich. Weißt du was, da geht es um Apfelbaum, weil als erstes, das bringt mehr Essen. So, wir haben jetzt ein 50
Dinger hier. Und wir haben Iron Ore und Wood, das heißt, wir können noch einen Iron Bar machen. Kuh, könntest du bitte da oben bleiben, einfach? Ich brauche, wie war das, ein Animal Pen? Hat das geheißen? Zweimal Plank, zweimal Wood, einmal Iron Bar. Gut, den Iron Bar machen wir jetzt. Brick brauchen wir keines, na gut. Das heißt, wir brauchen vor allem Holz jetzt. Einbar Stone. Wir werden Zeug kaufen. Elbusch. Ich hätte ganz gerne. Einen Baum hätte ich ganz gerne gehabt. Nicht noch mehr Berry Bush. Kann man nichts machen. Okay, wisst ihr was? Dann hauen wir den Apfel auf den Poop. Für einen neuen Apfelbaum. Braucht was. Ja, die braucht einmal Brick, einmal Soil. Das heißt, Brick ist eh auch nicht so schlimm. Zweimal Brick, zweimal Plank, oh, auch zwei Planks. Also Holz brauchen wir viel jetzt. Machen wir hier weiter. Milchshake dahin, weil wir den wollen wir verkaufen. Ich hoffe, der Knochen geht auch noch. Bevor das nächste Ding zu Ende ist. Nochmal Brick. Es braucht auch weniger Platz am Brick. Yay, ein Villager. Großartig. Wir noch so ein Ding und hoffen wir, dass es dieses Mal einen Baum bringt. Ach, noch mehr Büsche. Sticks. Ach, noch ein Felsen, eh klar. Und noch ein Felsen. Wer braucht schon Bäume? Die Sticks. Brauchen wir die jetzt? Mal verkaufen. Können wir auf jeden Fall verkaufen. So, Villager, was machst du? Ah ja, stimmt. Ich wollte ja mit dir. Ja, dann machen wir halt da die Steine. Das verkaufen wir auch, weil das wir eigentlich auch nicht so schnell brauchen. Kuh, bitte, lass die Leute in Frieden. Da mir, das könnte sein, dass da ein Baum drinnen ist. Nein, keine Bäume. Chickens wären hier. Ja, doch, sind auch Bäume drinnen. Da steht der Baum ganz oben. Ich nehme mal an, dass das die Häufigkeit sein wird. Circa. Da der Baum hier unten steht, nehme ich mal an, dass Berries häufiger sind als Bäume. Das ist jetzt mal nur meine Vermutung. Ob das auch wirklich so ist, weiß nicht. Ja. Trees und Rocks sind eigentlich überall drinnen. Fangen wir einfach mit den, nur einfach Humble Beginning und aus. Am billigsten.
Was der nicht geht. Wut allein ist auch schon okay. Noch mehr Wut. Und ein Key für was auch immer. Irgendwo gibt es Treasure Cheese, da können wir die Keys verwenden. So. Ich glaube, wir werden jetzt dann auch Schluss machen. Stopp. Du gehst daher und machst mal einen. Gut, meine Damen und Herren, ich freue mich, dass ihr zugesehen habt. Das nächste Mal schauen wir, was passiert, wenn der Mountain aufgedeckt wird und da verwirrt. Okay, wir haben mehr Essen produziert. Ja. Ich brauche ein unbedingt. Das macht mich wahnsinnig, die Viecher. Außerdem werden wir gleich nachher noch ein Baby machen. Relativ bald. Noch einen Tag Plank fertig mit dir und mit der Militia, die dann zurückkommt. Okay. Also bis zum nächsten Mal, meine lieben Freunde. Bis dann. Ciao.